Leute, was geht? Der Masi ist wieder weg am Start hier. Heute Special Gladbach gegen Başakşehir, Europacup-Spiel. Ja, ich würde, glaube ich, gleich mit Sebastian und mit Willi reingehen. Das sind zwei Kollegen, die heute auch mit dabei sind. Der Sebastian war ja schon mal bei einem Vlog dabei. Und ja, so, ich stehe hier direkt hier auch vorm Stadion im Borussia Park. Wir wollen aber jetzt kurz mal zum Fanshop rein, weil es ist extrem kalt. Ein bisschen mal aufwärmen, ey. Und danach geht's aber rein ins Stadion. Ich hätte echt nicht erwartet, dass es so kalt wird. Und ich muss die ganze Zeit die Kamera halten. Aus dem Grund hole ich mir jetzt Handschuhe. Auch wenn ich kein Gladbach-Fan bin. Ich werde es aber nicht behalten. Ich werde es am Ende dann verlosen. Wenn ihr da Lust drauf habt, teilzunehmen, könnt ihr mir auf jeden Fall auf Instagram folgen. So, das sind die Handschuhe. Ja, die kann man auf jeden Fall am Ende des Videos gewinnen. Müsst ihr einfach nur teilnehmen. Steht in der Videobeschreibung. Alles. So, jetzt muss ich aber an die Kasse. Und dann ab ins Stadion. Ich freue mich extrem drauf. Ja Mann, jetzt sind wir raus. Also die Handschuhe habe ich jetzt extra dafür geholt, damit ich gleich in Ruhe auch vloggen kann. Sieht aber ganz nett aus. Ja. Also ich finde die Beleuchtung einfach voll nice im Stadion, diese grüne einfach. Voll cool. Von außen sieht man das jetzt zwar nicht so, aber wenn man im Stadion ist, dann ist es unterm Dach einfach richtig geil, ey. Kommen wir rein? Stadion? Ja. Sebastian? Klar, der Gladbacher Jung hier. Let's go, Alter. Digga, mein Kopf friert gerade, ne? Boah, Alter, unglaublich. Ich hätte schon mal so eine Mütze geholt, ey. Aber egal, ich hoffe, drinnen ist ein bisschen wärmer. Naja, so, let's go, wir gehen jetzt rein. Jetzt muss ich die Kamera ausschalten. Wir sehen uns aber drin. Ja, wir holen erstmal was zum Essen, ne? Ja. Nur müssen wir was essen, trinken und dann entspannt das Spiel anschauen. Alter, geil! Freu mich, mega! Was ist dein Tipp? Bitte? Dein Tipp? 3-0. 3-0 für Başakşehir. Spaß! Ich sag 3-1 für Gladbach. Heute sind wir für Gladbach. Eine Choreo heute. Richtig geil. Aber ich kann die Türken gar nicht sehen, du, Alter. Ja, auch nicht viele. Die waren aber kurz mal laut. War nur kurz. 10 Mann so. Alter, geile Choreo. Top. Richtig nice. Erste Minute läuft. Minute 4, erste dicke Chance für Gladbach. Mann, erste Ecke. Gute Chance. Ja, Mann. Oh, Junge. Junge. Embolo ist krass. Krasser Typ. So, die erste Viertelstunde vorbei. Gladbach viel aktiver, hat deutlich mehr Chancen. Başakşehir lauert, aber hat keine klaren Chancen. Also die warten auf die Momente, aber ist schwierig bei den Gladbachern vorbeizukommen. Immerhin geschossen, aber leider zweiter Stock. Zakaria. Fast ein Eigentor, Mann. Krass. Ecke. War echt knapp. Am Pfosten vorbei. Ja!
Was eine Chance, Mann! Ey, so einen musst du machen, sonst fängst du dir gleich ein. Das ist Fußball, wenn du keinen machst, kassierst du. So ist es. Komm doch an den Ball! 1-0 verdient! Aber auch nicht sein, was er tut, Alter. 1-0. Ja, aber war schon verdient. Also ja, spielerisch deutlich besser, mehr Chancen. Aber guck mal, jetzt sind die wach, die Türken. Pass uns aus. Ja, also Gladbach hat vorne viel zu viele Fehlpässe. Zu viele, wirklich zu viele. Die meine ich, die kommen nicht ganz an. Das sind die einfachen Bälle eigentlich. Wenn die ankommen, sind brandgefährlich vorne. Der Trainer muss echt mal eine Ansage machen. Boah, Waschak steht. Oh! Oh! Boah! Treffer für die Türken. Ja, aber ich habe damit auch nicht gerechnet, deswegen habe ich da gar nicht hingezeigt. Ey. Deswegen habe ich das gar nicht gefilmt. Aber steht 1-1. Wie gesagt, das ist Fußball. Ne? Wenn du die Dinger nicht machst, dann kassierst du einen. Ja, und so ist das. Gerade auch passiert. Let's go, weiter geht's. Ist auch, die Halbzeit ist auch vorbei jetzt. Also Başak Şehir ist viel besser aus der Halbzeit gekommen. Viel, viel besser. Jetzt spielen die Fußball. Oh, Ballverlust. Angriff für Gladbach. Wollte ich gerade sagen, aber vor allem wieder verloren. Naja. Ich esse so lange meine Brezel. Digga, wie willst du... Wie macht man so ein Ding denn nicht rein? 1-1. Torwart pariert wieder. Distanzschuss. Rüber. Im Parallelspiel. Rom gegen Wolfsberg steht 2-2. Wenn Başak Şehir das Spiel heute gewinnt, ist Gladbach raus. Also Gladbach darf auf jeden Fall nicht verlieren. Heute. So, gucken wir mal. Digga, Pfosten! Alter! Junge, Minute 77, Başak Şehir, ey! Gladbach muss jetzt aufwachen, sonst sind sie raus, wenn es so weitergeht. Krass! Alter, Başak Şehir ist immer am Drücken. Minute 85. Also wenn die jetzt ein Tor machen, würde ich mich nicht wundern. Digga, wie hält der den? Wie hält der den, Mann? Krasses Ding. Minute 87. Mann. Thank you.
sind die letzten Minuten spannend. Unglaublich. Başakşehir gewinnt das Ding. Unglaublich. 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 Die Last-Minute-Türken sind wieder da. Junge, 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 ey. Ist das traurig, ey. Mega. Das ist traurig, was die da gespielt haben, ey. Das tut mir schon leid, Mann. Muss echt nicht sein. Antwort war da, leider nur Pfosten. Echt unglücklich für die Gladbacher, die über 90 Minuten viel besser gespielt haben. Başakşehir kommt natürlich zwischendurch mal, aber das reicht eigentlich für einen Sieg nicht, aber ja, so ist Fußball. Und die Türken feiern. Tut wirklich weh. Ich kann das so nachvollziehen. Als Unparteiischer, sag ich mal. Also, tut weh, wirklich.